Gedenken an Fukushima-Katastrophe vor 10 Jahren. Mit einer Schweigeminute wurde an die mehr als 15.000 Todesopfer des Tsunami und des Atomunglücks erinnert. Am 11. März 2011 hatte ein Beben der Stärke 9 die Küste Japans erschüttert. In Fukushima kam es zur Kernschmelze. Johnson & Johnson rechnet mit bedingter Zulassung seines Corona-Impfstoffes in Europa. Heute erwartet der US-Hersteller grünes Licht von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA. Das Vakzin muss nur einmal gespritzt werden und wurde vom Tochterunternehmen Janssen in den Niederlanden entwickelt. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter an. Binnen eines Tages wurden dem Robert-Koch-Institut 14.356 neue Fälle gemeldet. Das sind gut 2.400 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 69. Merrick Garland wird neuer US-Justizminister. Der Senat bestätigte mit parteiübergreifender Mehrheit den Wunschkandidaten von Präsident Biden. 2016 hatten die Republikaner noch Garlands Berufung zum Richter am obersten Gerichtshof verhindert. Das Wetter, viele Wolken und zeitweise Regen oder Schauer, in der Nordwesthälfte auch einzelne Gewitter, dabei stürmisch mit der Gefahr orkanartiger Böen. 6 bis 16 Grad.